wie das Leben geht und was im Buch der Bücher steht. Guten Tag. Ich heiße Fribonius Maximilian Balthasar von Einzahn. Guten Tag. Fribo! Was gibt's denn hier Neues? Ja? Oh, ist das dreckig. Ja. Nee. Oh, was ist denn das? Sieht kaputt aus. Ganz kaputt, lauter Löcher drin. Was macht man denn bloß damit? Hey, stopp. Was soll denn das werden? Hey, langsam. Was denn? Was machst denn du da? Ich finde neu heraus, was das für ein Holz ist. Hast du Langeweile? Wieso denn? Das ist doch eine Flöte, sag mal. Eine Flöte? Also was immer das auch ist, es ist auf jeden Fall kaputt. Das lauter Löcher drin. Wie kaputt? Ist die etwa kaputt? Ja, lauter Löcher drin. Die Löcher waren aber schon. Ich hab sie nicht reingemacht, wirklich nicht. Ich hab gar nichts damit zu tun. Nein, wirklich nicht. Eine Flöte muss doch Löcher haben. Wie, die gehören da rein? Ja. Aber warum denn? Na, weil die so als Instrument benutzt wird, mit aber den Löchern. Aber dann ist ja nicht schlimm, wenn ich noch ein Loch dazu mache. Nee, noch mehr Löcher braucht sie nicht. Sie hat so viele Löcher, wie sie hat und das reicht. Das reicht? Ja, mehr nicht. Aber ich habe ja gar kein Loch mehr dazu gemacht. Ich habe auch gar keins reingemacht. Wirklich nicht. Wirklich, ich habe keins reingemacht. Dann ist sie ja auch gut. Dann ist sie ja noch ganz. Ach so, sie ist nicht kaputt? Nein, dann ist sie nicht kaputt. Puh. Weißt du, was man mit so einem Ding macht überhaupt? Nee. Wozu braucht man sowas? Das ist ein Musikinstrument. Damit macht man Musik. Ja, gut. Und deswegen muss man pfleglich mit ihr umgehen. Ja, ganz vorsichtig. Bin ich ja. Flöte. Puh. Hallo. Was denn? Was wird denn das jetzt? Ja, Musik. Du hast doch gesagt, ich soll Musik machen. Aber jetzt hab ich Musik nicht gemacht. So. Ja, wie denn dann? Alles mache ich hier falsch. Sag mal, hast du die vielleicht schon angeknabbert? Angeknabbert? Hier unten? Nur ein bisschen. Flöten sind nicht zum Anknabbern da. Ja, aber... Nix aber. Nur wenn du, weiß ich nicht, am Verhungern bist, dann vielleicht. Aber so viel Holz, wie es hier gibt, da wird das bestimmt nicht passieren. Aber die Kratzer waren vorher schon. Von mir aus, aber Flöten werden nicht angeknabbert. Die schmeckt aber wirklich nicht übel. Hallo, die werden nicht angeknabbert. Okay, haben wir okay. Uns verstanden? Ja. Ich gebe auch mein Fribo Ehrenwort und mein Holzwurm Ehrenwort, beides. Alles klar, na gut. Ach, du bist ein Kollege, dir kann man aber echt nicht böse sein. Ne? Das ist aber auch gut so. Ist er nicht verrückt? Naja, ihr geht erstmal mit Gabi auf Entdeckertour. Okay, viel Spaß. Hey, schön, dass ihr da seid. Heute haben wir ein ganz kleines Tier in der Entdeckerkiste. Nicht ganz klein, aber doch relativ klein. Wir gucken uns die Erdmännchen an. Und die Erdmännchen, die leben zum Beispiel in Südafrika. Da habe ich sie auch besucht. Und wir besuchen sie hier im Opelzoo in Kronberg. Und hier bei mir im Erdmännchengehege ist der Dr. Becker. Herzlichen Hallo. Dank. Hallo. Und wir haben hier ein paar Mehlwürmer. Das gehört nämlich hier mit zur Leibspeise der Kleinen. Was fressen die denn sonst so? Die fressen alles, also fleischlich, was sie überwältigen können. Und das sind natürlich Insekten, das sind Würmer, das sind Maden, das sind kleine Eidechsen, wenn sie mal kriegen. Oder auch, wenn sie ein Vogelnest finden, die Eier oder die Jungvögel. Aber alles, was klein ist. Die sehen jetzt so putzig aus, aber die haben es ganz schön, Faustekinder in den Ohren. Man kann das jetzt nicht so richtig erkennen, aber die haben ganz schön scharfe Zähne. Raubtier, das Wort kennt ja jeder. Und jeder hat auch bestimmt mal einen Hund gesehen oder eine Katze, wenn die ihr Maul aufmachen. Und was diese Raubtiere auszeichnet, das ist nämlich immer wieder dieses Raubtiergebiss. Und das Raubtiergebiss besteht so vor allen Dingen aus diesen Fangzähnen. Und das ist jetzt tatsächlich ein Erdmännchenschädel. Und wenn man da genau hinguckt, dann sieht man tatsächlich diese langen Eckzähne hier. Also wenn die zubeißen, der Finger ist zwar nicht ab, aber es macht richtig schöne Löcher rein. Musik.
Die haben eine ganz spannende Sozialstruktur. Die leben ja auch in solchen kleinen oder großen Familienverbänden. Also normalerweise gibt es da ein Obermännchen und ein Oberweibchen. Alpha-Tiere, also Alpha-Männchen und Alpha-Weibchen. Und nur die zwei produzieren auch Nachwuchs. Aber die haben tatsächlich das Problem, es sind zwar selber Raubtiere, aber die sind klein. Und wenn man so ein großes Tier anguckt, eine Giraffe oder Elefant, die haben kaum noch Feinde. Auch ein Löwe traut sich gar nicht wirklich, so eine große, erwachsene, gesunde Giraffe anzugreifen. Die haben Feinde und die haben noch ein zusätzliches Problem. Das sieht man hier auch im Gehege. Wenn die ihre Insekten oder Würmer ausgraben, dann haben die ihre Schnauze unten im Boden und gleichzeitig viele Feinde. Ganz schlechte Kombination. Okay. Ich sehe nämlich überhaupt nicht mehr, ob ein Feind kommt oder nicht. Wer ist denn der Feind? Und dann fangen die an und müssen natürlich überleben. Und deswegen müssen die in einer großen Gruppe leben. Die stellen immer einen Wächter ab. Die heißen ja Erdmännchen, weil sie einmal in der Erde wohnen. Das ist das eine, aber die machen doch immer dieses Männchen und gucken. Ja, ja. Und das ist tatsächlich einer von den, aus der Gruppe steht dann immer ein bisschen erhöht auf dem Stein oder auf dem Ast. Und der guckt. Und meistens guckt er so nach oben. Da kommt der Hauptfeind her. Das ist Adler. Ach ja. Ja, und wenn der als Wächter natürlich den Feind sieht, dann fängt er an und stößt einen Warnruf aus. Und dann kann man so schnell, kann man gar nicht gucken, sind die anderen dann alle weg. Die helfen sich ja auch bei der, haben Sie gesagt, bei der Aufzucht der Jungen. Wenn nur das, die Chefs sozusagen sich fortpflanzen, helfen die ja, haben wir wie so eine Art Babysitter, die Jungen mit betreuen, ne? Also Milch geben kann natürlich nur das Muttertier. Klar, also ernähren tut das nur die Mutter, aber dann nachher dieses Aufpassen, wenn die Mutter was fressen geht, dann ist dieses Babysitting. Mhm. Nachher diese Strategien, die fressen ja auch Skorpion zum Beispiel. Mhm. Wie überwältige ich einen Skorpion, ohne dass der mich totsticht? Mhm. Ja, das muss man ja alles lernen, das geht ja nicht von heute auf gleich. Ja, so sind sie. Ja, lasst euch nur nicht so ey sagen. Ja. Ihr seid okay. Hier die Chefs. Nein, das heißt aber genau diese Jagdstrategien. Was kann ich überwältigen, vor was muss ich aufpassen? Das übernehmen dann eben auch die anderen. Das heißt, da werden so halbwegs Patenschaften vergeben und dann wird sich um die Jungtiere gekümmert. Die haben ja auch unwahrscheinlich lange Krallen an den vorderen Beinen, um für die Höhlen zu graben. Wie groß kann so ein Höhlensystem sein? Achtung, das ist verzweigt. Das kennt man aber auch bei uns vom Fuchs. Also ein Fuchs, der nur einen Eingang zu seinem Bau hat, der lebt gefährlich. Bei denen auch, die haben ein richtig verzweigtes System mit Wohnhöhle, mit Jungaufzuchtshöhle und so weiter. Also schon unterteilt und mit vielen Eingängen. Und einer der Feinde ist natürlich jetzt auch Schlange. Und Schlange passt natürlich auch in eine Höhle rein, die ein Erdmännchen gegraben hat. Das heißt, wenn die vorne reinkommen, dann müssen die Erdmännchen auch zur Not hinten rauskommen. Mhm. Ja. Wenn die Sonne scheinen würde, würden die sich an der Sonne wärmen. Ja, und das ist klasse, weil die Sonne geht da hinten auf. Das heißt, erst ist hier hinten und dann wandert die. Und das heißt, diese Sonne hier im Gehege wandert auch. Die wandern regelrecht mit. Ja, und das ist ein Bild für die Götter. Also so drin stehen ist ja das eine, aber nachher sich so richtig drin ahlen. Das sind Sonnenanbeter. Ja, dann herzlichen Dank. Ja, bitteschön. Ein spannendes Tier mit einer interessanten Familienstruktur. Schön, dass ihr dabei wart. Du, Julian, du hast doch gesagt, man kann damit Musik machen. Mhm, das stimmt. Aber du willst doch jetzt nicht, dass ich auf diesem Ding spiele. Warum eigentlich nicht? Du kannst das doch bestimmt. Nein, ich kann keine Flöte spielen. Wie? Es ist doch deine Flöte. Nee, die gehörte mal meinem Bruder. Aber ein bisschen was kannst du doch bestimmt davon. Sollte ich mal was sagen, wenn ich auf diesem Musikinstrument spiele, dann klingt das ganz schauerlich. Schauerlich hört sich gut an. Das klingt wirklich gut. Und wehe, wenn es nicht schauerlich genug klingt. Willst du wirklich, dass ich jetzt spiele? Natürlich. Okay, aber nicht lachen. Nein, nein, versprochen. Fribo, ihr Antwort. Okay. Das klingt ja wirklich grauslich. Aufhören, ich hab genug. Aufhören. Hab ich doch gesagt. Ich hab doch gesagt, ich kann das nicht. Ja, das habe ich schon gemerkt. Weißt du was? Hm? Wenn du mal jemanden verjagen willst, dann brauchst du nur deine Flöte mitzunehmen. Also so schlimm war es nun auch wieder nicht. Naja, weißt du was? Hm? Ich glaube,
Es klingt noch besser, wenn ich noch ein Loch reinmache. Ha, das mach ich. Nein, du hast, machst keine Löcher da rein. Du hast mir dein Ehrenwort gegeben. Ach, schade. Immer diese dummen Regeln. Ich finde die Regel gut. Schließlich ist es nicht deine Flöte. Deine aber auch nicht. Nein, und was einem nicht gehört, soll man nicht kaputt machen. Ja, klingt ziemlich logisch. Und vernünftig auch noch. Weißt du was? Ja? Ich wollte dir auch eigentlich die Geschichte weitererzählen. Eine Flötengeschichte? Ja, ich finde schon irgendwie. Oh ja, erzähl mal eine Geschichte. Ja. Gut, dann brauchen wir die Bibel. Hast du sie? Oh, ich geh schon mal in mein Bett. Ich bin da. Es kann losgehen. Okay. Erinnerst du dich noch an das Volk Israel und Mose, ihren Führer? Ja. Hm? Die waren aus Ägypten gezogen, stimmt's? Und genau. Mose war auf einen Berg geklettert und als er wieder runterkam, da hatten sie einen goldenen Stier gebaut. Und der sollte dann ihr Gott sein. Und dann hat Gott sie alle bestraft. Und diesen Stier hat ihn ganz doll kaputt gemacht. Genau. Kaputt gemacht hat er vor allem erstmal den Stier. So, wir brauchen unser. Aber Gott war doch sehr zornig, oder? Na und? Hat er nicht alle Israeliten gleich noch bestraft? Moment, wir brauchen erstmal den Berg. Ja, sag mal, wie viel hast du da noch? So. Jetzt kann es wieder weitergehen. Oh. So. Hat er sie nun alle bestraft oder nicht? Also, natürlich war er sehr zornig. Aber das erzähle ich dir heute, was passiert ist. Also, das war doch unser Berg, ne? Und dieser Berg, der heißt Sinai. Der hat nämlich einen richtigen Namen, der Berg Sinai. Und damals galt dieser Berg als heiliger, als göttlicher Berg. Also, Mose stieg hoch und hatte eine Unterredung mit Gott. Und dann kam er wieder runter und sah den goldenen Stier. Und er wurde sehr ärgerlich und Gott war auch ganz zornig. Aber dann stieg Mose wieder hoch und sagte zu Gott, bitte, 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 mach nicht das ganze Volk Israel tot. Die wissen doch gar nicht, was sie tun. Na gut, sagte Gott, aber ich erkläre dir, worauf es ankommt, wenn man mit mir leben will. Und das musst du ihnen genau so auch weitersagen. Und Gott sagte Mose, welche Regeln einzuhalten waren, wie sie ihn als Gott achten sollten, wie sie miteinander leben sollten, wie der Gottesdienst sein sollte und dass sie eine Zeltkirche für den Gottesdienst brauchten. Also hat Gott Mose auf dem Berg richtig Unterricht gegeben? Ja, sozusagen. Und am allerwichtigsten waren dabei die 10 Gebote. Sie wurden sogar zweimal von Gott gegeben. Zuerst auf einer Steintafel, die hat Mose leider vor Wut zerschmettert, als er den goldenen Stier sah. Aber dann hat Gott sie noch einmal diktiert. Und zwar gehen die 10 Gebote so. So. Du sollst keine anderen Götter anbeten. Erstens. Zweitens. Du sollst dir kein Standbild von Gott bauen. Drittens, du sollst nicht mit dem Namen von Gott fluchen. Vielleicht so. Viertens, du sollst dich am Sabbat ausruhen und mit Gott treffen. Du, das sind ja alles Gottesregeln. Ja, das stimmt. Aber jetzt kommen noch die Menschenregeln. Fünftens, du sollst Vater und Mutter ehren. Sechstens, du sollst nicht töten. Siebtens, du sollst nicht deinen Ehemann oder deine Ehefrau betrügen. Achtens, du sollst nicht stehlen. Neuntens, du sollst nicht lügen.
Und zehntens, du sollst nicht gierig auf Sachen sein, die anderen gehören. Puh. So oft, du sollst nicht und du sollst. Warum gibt Gott denn so viele Gebote und Verbote? Das darf man nicht und jedes darf man nicht. Das ist doch sehr anstrengend, oder? Pass auf. Ich bin jetzt mal Gott. Ja. Okay? Und ich sage dir, Fribonius von Einzahn, du sollst keine Spinnen essen. Nein, nein, das mache ich auch nicht. Nein, nein, nein. Du sollst nicht aufs Dach klettern. Okay, mache ich auch nicht. Mache ich nicht. Nein, nein. Du sollst keine Lampen abschießen. Mache ich nicht. Du sollst nicht einem Freund mit der Holzlatte auf den Kopf hauen. Niemals, mache ich niemals. Du sollst diese Schachtel nicht öffnen und nicht berühren. Mache ich auch nicht. Überhaupt nicht. Nein, 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 nein. Ich kann niemals tun. Warum darf ich denn diese Schachtel nicht berühren? Passiert doch gar nichts. Was da wohl drin ist, vielleicht Bonbons oder ein Spielzeug oder eine Geheimbotschaft. Fribonius von Einzahn, was machst du da? Ich? Huch, nichts, nichts. Ich wollte doch nur mal sehen, was ich nicht berühren darf. Du hast nicht gesagt, warum. Ich muss doch wissen, warum. Wieso? Musst du das? Vertraust du mir denn nicht? Doch. Siehst du, ich habe dir die Schachtel verboten, weil da Streichhölzer drin sind. Oh wei. Und du damit deinen ganzen Dachboden abbrennen kannst. Nein, nein, das will ich nicht. Nein, nein. Oh. Und ich wollte dich nur schützen. Und genauso war das mit den 10 Geboten. Gott wollte das Volk schützen und ihnen helfen, das Richtige zu tun. Außerdem wollte er, dass sie ihm vertrauen. Stell dir vor, diese 10 Gebote haben wir bis heute. Bis heute. Und das ist die Grundlage für all unser Leben miteinander als Menschen. Du findest also, Regeln sind gut? Ja, durchaus. Also, ich finde das nicht. Du findest Regeln nicht gut? Nein. Okay, was wäre zum Beispiel, wenn ich dir einfach dein Taschengeld wegnehme? Nee, ganz schlicht. Nein, 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 nein. Oder wenn ich dich nach Lust und Laune anlüge. Nein, 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 nein. Wie kommst du darauf? Siehst du, Regeln sind nicht dafür da, dass man sich dran ärgert, sondern dafür, dass es fair zugeht. Ja, aber wenn ich keine Lust habe, mich daran zu halten, was dann? Dann würdest du einige Leute verärgern und wahrscheinlich auch verletzen. Oh nee, nee, das macht keinen Spaß, das will ich nicht. Siehst du, und dafür hat Gott die Gebote gegeben. Deswegen darf ich auch die Flöte nicht anknabbern. Flöte, 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 wo ist die Flöte? Ah, puh. Nein, deswegen nicht. Und sag mal, ja? Es gibt doch bestimmt Dinge, die noch leckerer schmecken als eine Flöte. Oh ja, 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 da fällt mir ein Buchenwürfel mit Honig und Schokolade. Siehst du, kann die gute Flöte heile bleiben. Ach, wenn jemand so richtig Flöte spielen kann, das ist schon was Feines. Ja, kannst du aber nicht. Ja, danke für die Erinnerung. Aber du kannst doch bestimmt irgendwas anderes. Irgendwas wirst du doch wohl können. Du meinst mit Musik? Ja, ja. Naja, weißt du doch, ich spiele ein bisschen Gitarre. Oh ja, Gitarre, Gitarre ist gut. Wollen wir sie holen? Ja, ja, hol mal. Müsste doch hier irgendwo stehen. Ich glaube, die hast du das letzte Mal hier oben stehen lassen. Die gute alte Gitarre. So. Juhu, da ist sie ja schon. Oh ja. War schon lange nicht mehr gespielt. Ja. Oh. Erstmal auspacken. Aber du kannst es noch, oder? Wollen wir es hoffen. So. Oh, ist das aufregend? Huch. Haha. Geht los? Bist du bereit? Ja. Okay. Oh, das klang aber schon mal besser. Warst du das jetzt oder war das die Gitarre? Ich fürchte, die ist ziemlich verstimmt. Das klang auf jeden Fall schon mal besser. Und wie kriegt man das wieder hin? Das kann man auf jeden Fall ändern. Wie denn? Guck mal, und zwar... Oh, du drehst da oben und... Was passiert? Genau, ja. Wenn ich... Ah, die beiden stimmen schon mal. Wenn ich hier oben drehe, da regle ich die Spannung von den Saiten und wenn es stimmt, dann stimmt's. Ja. Na ja, fast. Bleiben nur noch... Bleiben nur noch 4. Das kann noch eine Weile dauern. Vielleicht geht ihr in der Zwischenzeit mal in die Fantasiefabrik. Ihr wisst ja gar nicht, vor welchem Problem ich heute stehe. Stellt euch vor, mein Omichen, Omichen Mariechen, die hat mich angerufen, die hat ihre Brille kaputt gemacht. Brille. Und wenn Omichen Mariechen ihre Brille nicht hat, dann ist dunkel, dann sieht sie gar nichts. Naja, es ist nicht dunkel, aber sie sieht nicht so viel. Und naja, das ist nicht so gut. Und sie hat gesagt, Wilma,
Ich brauche deine Hilfe. Naja, da hat Wilma ein bisschen nachgedacht. Und ich habe natürlich eine Idee. Jawohl, wir basteln eine Lupe. Oho, meine Oma soll ja schließlich was lesen können und gucken und so. Ne? Aufgepasst, es geht los. Dafür braucht ihr nämlich folgende Sache. Pappe, eine durchsichtige Folie, fest soll sie sein, nicht ganz so labberig, eine Schnippschnappschere, einen wasserfesten Stift, ein Löffelchen und etwas Wasser in einer Schale und natürlich Klebestreifen. Und dann geht's schon los. Ha! Auf die Pappe malt ihr eine Lupe. Ihr könnt dazu die Vorlage von unserer Homepage benutzen und aufschneiden und drauflegen. Dann braucht ihr einen Stift, mit dem ihr das umrandet, abzeichnet und nachher so schick ausschneidet mit der Schnippschnappschere. Ja, kann man schon durchgucken. Hilft aber noch nicht viel, wenn man scharf sehen will. Naja, wenn ihr diese Lupe jetzt schon so weit vorbereitet habt, brauchen wir jetzt die Folie. So, die legt ihr hier drauf. Die muss jetzt angepasst werden. Dazu braucht ihr diesen tollen wasserfesten Stift. Macht euch hier Begrenzungen an. So, dann wisst ihr nämlich ungefähr, wo ihr jetzt schneiden müsst. Nämlich genau da, wo die Strichlein sind. Dann kann nämlich nicht schief gehen mit der Folie. Und sie passt haargenau auf eure Cookie-Di-Cookie-Di-Cook-Cook-Lupe. So, ha, jawohl, passt. Jetzt kommt's, Achtung, zut, die Klebestreifen. Damit macht ihr es fest an der Lupe. So, rechts und links, oben, unten, Klebestreifen brauchen wir überall. So, jetzt ist die Lupe an sich schon fertig. Guck dir mal durch. Aber scharf ist das ja noch gar nicht. Also für Omichen Mariechen, die könnt ihr mit so einem Stück Pappe und so einer Folie noch nicht so viel anfangen. Aber jetzt kommt ja der ganze Trick an der Sache. Schaut mal genau zu, jetzt kommt nämlich das Wasser ins Spiel. Ich habe ja für meine Oma nämlich und für meinen Opilein diese schöne Karte gebastelt. Und das wäre ja schade, wenn sie die gar nicht lesen könnten. Dazu brauchen sie ja die Lupe, weil die Omichen ja ihre Brille verduselt hat. Ach, meine Omichen. Naja, und ob ihr es glaubt oder nicht, das Wasser, das macht es jetzt zu einer echten Lupe. Achtung, nehmt ein paar Tropfen hier, ein Löffelchen voll. Und dann müsst ihr die Lupe schön gerade halten und macht das Wasser hier drauf. Boah, guckt mal. Und dann könnt ihr genau durch diese Pfütze hier sehen. Ha! Man kann's lesen! Ich rette meine Oma! Ha! Das ist ja klasse, das funktioniert! Natürlich funktioniert das. Hat sich ja Wilma ausgedacht. Ha! Zack, zack! Wollt ihr auch so eine tolle Lupe haben? Sag mal, die kann man ja auch gebrauchen, wenn man jetzt nicht gerade die Brille verduselt hat. Manchmal ist ja sowas ganz, ganz Kleines, was man gar nicht lesen kann. Und dann kann man da gucken. Ja, ja, kein Problem. Ladet euch einfach die Anleitung runter auf unserer Homepage und dann könnt ihr ganz scharf sehen. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Und ich eile jetzt schnell zu meiner Oma natürlich. Die muss ja was lesen können mit der Lupe. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Wow! Schon besser. Nicht schlecht. Okay, na dann. Und was spielst du jetzt? Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Was? Deine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad? Nein, das ist so ein Lied. Ach so. Na, dann sing doch mal. Okay. Bist du bereit? Ja, ich höre gut zu. Okay. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad, Motorrad. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Meine Oma ist eine ganz moderne Frau. Meine Oma hat ein Nachthaus mit Beleuchtung. Mit Beleuchtung, mit Beleuchtung.
Beleuchtung. Meine Oma hat ein Nachtdorf mit Beleuchtung. Meine Oma ist eine ganz moderne Frau. Hey, meine Oma hat Klosettpapier mit Rüschen. Oh, mit Rüschen, mit Rüschen. Meine Oma hat Klosettpapier mit Rüschen. Meine Oma ist eine ganz moderne Frau. Meine Oma hat eine Brille mit Gardinen. Mit Gardinen, mit Gardinen. Meine Oma hat eine Brille mit Gardinen. Meine Oma ist eine ganz moderne Frau. Haha! Das ist ja klasse! Nicht schlecht. Kennst du noch mehr solcher Lieder? Doch, ich kenne noch ein paar, aber nee, das ist genug für heute erstmal. Doch, schade. Oh, jetzt bin ich. Wie war doch gleich die Strophe mit dem Nachttopf? Meine Oma hat einen Nachttopf mit Beleuchtung. Stimmt. Ach, das ist so lustig. Meine Oma hat einen Nachttopf mit Beleuchtung, mit Beleuchtung, mit Beleuchtung. Warte, ich mach mit. Eins, ja? Zwei, drei. Meine Oma hat einen Nachttopf mit Beleuchtung, mit Beleuchtung, mit Beleuchtung. Meine Oma hat einen Nachttopf mit Beleuchtung. Meine Oma ist eine ganz moderne Frau. Juhu! Meine Oma hat Klosettpapier mit Rüschen, mit Rüschen, mit Rüschen. Meine Oma hat Klosettpapier mit Rüschen. Meine Oma ist eine ganz moderne Frau. Mit der Brille. Ja, meine Oma hat eine Brille mit Gardinen. Mit Gardinen, mein Oma hat eine Brille mit Gardinen. IBO